Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem neuen Zauberwald. Habt ihr gesehen, den neuen Ladebildschirm, also das Lunarfest, das sogenannte Mondneujahrfest wird wieder gefeiert, wie in jedem Jahr. Und es gibt natürlich dort etwas zu kaufen und auch zu erspielen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr nette Sachen, Leute. Und man wird schon fast erschlagen von den vielen, vielen coolen Sachen. Also es gibt jetzt kein Update oder so, sondern es gibt eher so ein paar Aufhübschungen, was das Dorf angeht. Und es gibt natürlich, seht ihr hier, es gibt auch einen neuen King Skin. Und der ist ganz schick. Finde ich jetzt nicht so, ja. Müssen wir mal kurzfristig mal ehrlich sein. Aber ihr seht das hier schon, in dem Dorf hier hat sich nichts getan. Liga ist endlich vorbei. Bei dem einen oder anderen vermutlich noch nicht. Da läuft der letzte Spieltag noch heute durch. Aber gestern Abend haben wir noch ein bisschen Liga gemacht. Und nur als kleine Vorab-Ankündigung, ab heute 19 Uhr Noobs-Turnier. Also ein Turnier wieder für alle, für jedermann. Ich glaube, das war hier auch in der Ankündigung mal drin, aber das ist jetzt schon wieder raus. Halt, einmal da rein. Ja, das ist jetzt leider schon wieder raus. Also ab heute Abend 19 Uhr auf ganz, ganz vielen Twitch-Kanälen das Turnier von Noobs, also Rathaus 9 bis Rathaus 13 hoch. Turnier für alle heißt es da immer. Und es gibt einen netten Preispool und es gibt auch immer zwischendurch etwas zu gewinnen. Also seid mit am Start dabei. Ab 19 Uhr geht das ganze Spektakel los und geht erstmal locker 1, 2, 3 Tage. Also es wird gestreamt ohne Ende. Aber wir schauen mal hier rein in die Ereignisse. Also es gibt den, gar nicht mal schlecht, ne? 6 Tage Spenden, Juwelen, also Spenden für ein Juwel für alle, nicht nur für die Goldpassbesitzer. Ich meine, diese Doppel-Eingame-Spenden hat man dadurch ja nicht, aber macht eigentlich nichts. Ein paar Valkyren mal wieder nutzen, okay. Das Eingedeutsche hier von Supercell ist nicht immer ganz so optimal. 4 Valkyren müssen benutzt werden. Ja, dann machen wir das, ne? Dann machen wir das natürlich. Und allerdings gibt es hier keine Gems, das sind so Sachen, die mache ich dann nicht ganz so gerne, muss ich sagen. Wo es keine Gems für gibt. Aber hier unten die Titanfaust, da gibt es natürlich wieder Gems. Da gibt es auch noch keine Gems. Gems gibt es weiter unten. 6 Riese müssen benutzt werden. Machen wir. Vielleicht. Mal gucken. So komische Armee. Es gibt den Kriegerkönig-Helden-Skin. So heißt er also. Wir feiern das diesjährige Mondneujahrsfest mit dem Kriegerkönig-Helden-Skin. Mach dich bereit für den Kampf und richte pure Zerstörung bei deinen Gegnern an. Okay, pure Zerstörung, auch nicht schlecht. Wird ja immer heftiger hier. Und wir haben die, eine neue Herausforderung, die Schweineberg-Herausforderung. Wir haben uns ja schon bei der ersten Herausforderung ziemlich hart abgequält, würde ich sagen. Und da gibt es aber immerhin 15 Gems und 2 Bauarbeitertränke. Das finde ich schon sehr nett. Also das werden wir in jedem Fall mal antesten. Und den Schweineberg-Szenario gibt es auch, oder eine Szenerie, als einen schönen neuen Hintergrund. Schauen wir wenigstens mal rein, ob ich mir die Sache kaufe, das weiß ich noch nicht. Der neue Kinderbonus ist ja noch nicht ausgezahlt, also leisten kann ich mir das noch nicht. Scherz beiseite, Leute, aber ich bin nicht so einer, der immer sofort drauf losklickt und kauft. Ich gucke mir das Ganze erstmal ganz in Ruhe an. Februarsaison. Vista ist da, Clankriegsliga, Restzeit 21 Stunden, das was ich zu Anfang gesagt hatte. Vermutlich wird der ein oder andere bei euch noch einen Spieltag haben. Was gibt es hier zu shoppen? Oh, das sieht sehr, sehr schick aus, muss ich sagen. Mach dich kampfbereit. Der Kriegerkönig hat jetzt, man sieht jetzt allerdings keine Animation, oder kann man die sehen? Ne, die kann man noch nicht sehen, okay. Ist aber nicht so schlimm. Ja, das ist jetzt ein Kaufskin. Ich habe noch nie einen Kaufskin gekauft. Deswegen habe ich mir auch noch nie diesen Skin hier gekauft. Denn der kommt nochmal back. Also die Kriegerkönigin ist nochmal zu erstehen. Also wer es verpasst hat, so wie ich, der sollte sich die Kriegerkönigin kaufen. Denn dieser Skin, muss ich fairerweise sagen, hebt sich von allen anderen Skins ab. Es ist, finde ich, im Spiel für die Bogenschützenkönigin, der meiner Meinung nach schönste Skin, den es bisher gab oder gibt. Und ich habe ihn mir damals nicht gekauft. Na, vielleicht, ich habe ja noch 11 Tage 21 Stunden Zeit, Leute. 11 Tage 21 Stunden. Ach, da haben wir alle Zeit der Welt, Mädels. Das Schweineberg oder die Schweineberg-Szenerie. Wir können uns die auch angucken. Die kann man sich anschauen. Aha. Okay, oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Diese Szenerien mag ich, obwohl das Haus da hinten das eigentlich das gleiche ist. Hier vorne liegt das schon. Hier vorne habe ich das schon hingelegt. Ja. Die gar nicht mal so schlecht ist. Das waren gerade die Homeschooling-Typen, die ihr gedrucktes hier aus dem Zimmer geholt haben. Allerdings da hinten das Haus, glaube ich, das kennt man jetzt schon aus dem letzten Skin. Es ist noch ein bisschen Schnee vorhanden. Okay, aber ganz kann man die Szenerie leider nicht sehen. Gibt wieder ein bisschen Gold, ein bisschen Elex dabei, das nicht ganz so uninteressant ist. Wer es denn braucht? Neujahrsspecial. Ein Neujahrsspecial, eine neue Dekoration da unten, das Fass mit dem Skelettschädel. Okay, das ist auch exklusiv, also das gibt es auch nur zum Mond-Neujahrsspecial. Und eine nette Dreifachfamilie nochmal dabei. Und Unibuch für 3,49, Leute, das ist günstig, kann ich euch sagen. Denn das Unibuch gibt es im Jahr vielleicht, was habe ich die Tage gesagt, 2 bis 3 Mal allerhöchstens auf 365 Tage verteilt. Und wenn es das für 3,49 gibt, ist es ein Schnapper, finde ich. Mit dem hellen Trank, okay. Und dem Bauarbeitertrank, der ist natürlich nice. Dazu ist das schon ein cooler Wert. Bauarbeitertrank, wisst ihr, kostet schon einiges beim Händler. Aber hier gibt es den ja auch. Da kostet er nur 30 Medaillen. Naja, okay. Gar nicht mal, also ich finde es gar nicht mal so schlecht. Die Pakete finde ich diesmal ansprechend. Ich meine, Supercell macht immerhin was zum Neujahrsfest und macht natürlich auch wieder eine neue Szenerie. Die wollen wir jetzt auch gleich auch mal anspielen. Gucken wir mal, angreifen. Da haben wir uns ja letztes Mal heftigst gequält, Leute. Oh, ah ja, okay, 2000 Gold, verfügbare Beute. Ich habe noch nichts gemacht. Ist das so? Ja, ne? Es gibt nur Gold, keine Elex. Okay, was haben wir denn eigentlich? Schweinereiter, irgendwas zum Heilen, 6 von denen. Okay, das ist aber jetzt auch mal eine Truppe, würde ich sagen. Die ist jetzt auch mal ganz schön. Okay. Ja. Ja. Alles klar. Dann gehen wir mal Gasse. Go. 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 Oh, da ist auch die neue Dekoration. Da ist auch die neue Dekoration, Leute. Okay. Da ist auch eine neue Deko. Wir haben gar keinen Mauerbrecher oder sowas. Wir müssen alles so schaffen. Okay, da müssen wir aber jetzt mal reinhauen, würde ich sagen. Oh, 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 das ist ein Single Inferno, ne? Heieiei, das ist ein Single Inferno, den müssen wir wegmachen. Und mal sehen. Oh, oh, ohne Schweinereiter ist echt nicht cool. Ach, herrje, da kommt noch Kleinburg. Gift. Ach, wir haben kein Gift. Okay, Leute, wir haben kein Gift, das ist nicht gut. Und unsere Queen muss jetzt schon gezündet werden, okay. Ja. Heilung. Komm. Unsichtbar. Oh, der Inferno ist immer noch nicht weg. Oh mein Gott. OMG. Ah, das ist auch noch ein goldener Drache. Ach, du Scheiße, ne. Eieieiei, okay, das wird ja ein Spaß. Ich habe noch nie einen goldenen Drachen gesehen hier bei Clash of Clans, Leute. Ich habe noch nie den goldenen Drachen gesehen bei COC. Oh, oh, okay. Das sieht heftig stark aus. Alles klar. Ja, so weit, so gut. 4 Infernos. Alles klar, Supercell. Jo, noch nicht mal einen Stern geholt. Ah, ich habe noch nie den goldenen Drachen gesehen, Leute. Aber das sieht schon sehr, sehr nett auch aus hier. Mit den Statuen und den Trophäen hier in der Mitte. Richtig krass hier. Ah ja, okay. Das hätte man sich auch denken können. Oh. Ja, da gehen wir. Ich gebe nicht auf. Nee. Ich gebe nicht auf. Ich will das nochmal sehen hier. Oh, die haben aber alles gegeben hier. Mit dem Schwein vom letzten Lunarfest. Kann man die wohl. Oh, mit den Juwelenminen. Kann man die wohl auch bekommen? Okay. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Ach, das sind auch die Raketen hier aus dem. Das ist alles Lunarfest-Zeug. Und das ist wahrscheinlich hier der neue. Das neue Hindernis, denke ich mal. Okay. Ob wir erstmal das Rathaus mitnehmen? Ich glaube, wir machen das mal so rum. Da haben wir ja wieder Spaß, Leute. Da haben wir wieder heftig Spaß. Vor allen Dingen haben wir Spaß, wenn wir hier nur gegen Single Infernos ankämpfen müssen. Das ist kein Spaß, Leute. Das ist kein Spaß, meine Herren.
Absolut nicht. Und wir kriegen überhaupt kein Inferno, oder? Kriegen wir jetzt endlich mal ein Inferno? Na, endlich, ey, meine Herren. Aber der nächste Inferno wartet schon auf uns. Okay, wir nehmen auch den Helden. Schnell mal die Queen unsichtbar machen, nochmal wuteln. Und, der Drache macht mir ein bisschen Sorgen. Muss ich gerade mal so sagen. Der Drache macht mir ein bisschen Sorgen. Okay, da ist er aber jetzt Geschichte, alles klar. Beziehungsweise, nein, der ist natürlich noch nicht Geschichte. Oh. Eieieiei. Nein, nicht auf meinen Borden. Nicht auf meinen Borden. Oh, hier haben wir schon fast geschafft, das Szenario. Ach nee, oh, da ist noch eine ganze Ecke frei, ey. Ich kotze ja wohl. Nee, das tue ich mal besser nicht. Aber ist schon, alter Falter. Komm, Queen, mach den Hidden. Oh, da ist noch ein Drache hinter. Oh, wie viele Trefferpunkte hatten der? Scheiße. Ich raste aus. Geht ja gar nicht. Kann man die... Okay, die Kobolde kann man irgendwie für nichts setzen. Alles klar. Ja, so viel dazu. Ich kenne den goldenen Drachen nicht, Leute. Aber immerhin schon mal 2 Sterne. Aber oh weh. Da muss ich mir wieder 400 Tutorials angucken, bevor man das immer mal wieder schafft. Aber immerhin haben wir so ein ganz kleines Stück geschafft. Das probiere ich jetzt nicht nochmal. Das muss ich mir mal ganz, ganz in Ruhe angucken und nicht so zwischen Tür und Angel hier. Denn zwischen Tür und Angel geht im Moment gar nichts. Also ganz kurz, sollte eigentlich nur so eine ganz kurze, so ein Überblick sein, was es so Neues gibt. Vielleicht habt ihr ja das eine oder andere übersehen, aber es gibt Herausforderungen, also es gibt hier Ereignisse und es gibt neue Sachen im Shop. Ob ich mir die kaufe, weiß ich noch nicht. Schreibt mir ruhig rein, ob ihr die Angebote, also in die Kommentare, jetzt wohl nutzt. Vor allen Dingen das Angebot hier, muss ich sagen, lockt mich schon so ein bisschen, das kitzelt mich schon so ein bisschen, weil ich finde den wirklich, 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 wirklich sehr, sehr schön. Den Skin, der ist da, der ist vor einem Jahr, glaube ich, gekommen, oder vor 2 Jahren, sehr, sehr gelungen. Und ich habe mir damals nicht gekauft, warum auch immer. Ich glaube, damals war der sogar günstiger, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die Szenerie hier, ich meine, wenn ich mir jetzt einen Skin kaufe und eine Szenerie, dann sind das auch immerhin, nein, nicht kaufen, Toto, dann sind das auch immer, ach komm, dann sind das auch immer mal gleich 18 Euro, die man da weg, ich will nicht sagen wegwirft, aber mal wieder für sein Hobby ausgibt. Letztendlich mache ich das ja eigentlich, ne? Na, ich weiß es noch nicht so ganz genau, aber mir fällt gerade so ein bisschen was auf, dass das Bild nach dahin muss. So ist es jetzt auch richtig. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Kleine Erinnerung nochmal am Ende. Also ab 19 Uhr heute auf den Einschlieben-Kanälen bei Itzu, bei Perry, bei Tom. Ich weiß gar nicht, wer da alles dann teilnimmt. Müsst ihr gucken auf den Discord von Noobs im TV. Und dort werdet ihr die Spielpläne sehen, dort werdet ihr die Gruppen sehen. Aber lasst euch überraschen, in welchem Clan ich mich rumlümme. Und den Clan erstmal begleite heute Abend. Ab 19 Uhr geht's los. Ich freue mich auch. Und wird sicherlich wieder eine spaßige Sache, wenn ab Rathaus 9 bis Rathaus 13 dort gebettelt wird. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch, euer Toto. Clasht.